Herzlich willkommen, Tag 2 der Republika 2014. Mein Name ist Philipp Banse und wie jeden Morgen reden wir mit einem der Republika-Verantwortlichen über kurz das, was gestern war und dann ein bisschen länger über das, was heute kommt. An diesem Morgen übernimmt die Rolle Johnny Häusler. Ganz herzlich willkommen, Johnny. Guten Morgen. Gestern war, kurzer Rückblick noch, Sascha Lobos Rede, so immer so ein bisschen das Hauptevent am ersten Tag. Vor einem Jahr gab es viel Kritik für seine Rede, war schlecht vorbereitet, war nicht so gut. In diesem Jahr? Ich fand es sehr gut. Ich fand es sehr lang und mir geht das ja bei wirklich guten Rednern, zu denen Sascha ganz eindeutig gehört. Es ist ja immer so, dass man, also wenn man mal drüber geschlafen hat und nochmal Revue passieren lässt, so, also in vielen Punkten vereinfacht er natürlich stark und dann so, da gibt es natürlich viele andere Probleme noch als die er angesprochen hat. Aber grundsätzlich fand ich es gut, dass er da keinen Witz draus gemacht hat, sondern dass er ein ernsthaftes Anliegen hat. Jetzt müssen wir mal gucken, was man dann daraus macht. Also sein Appell war, Leute, zahlt mehr, spendet mehr, gebt mehr Geld aus. Naja, und er hat natürlich auch ganz viel Druck auf die Bundesregierung versucht, da aufzubauen. Also auch ganz klar zu sagen, wir müssen Menschen, die in deren Verantwortung es mitliegt, dass wir hier komplett ausspioniert und kontrolliert und überwacht werden, die müssen wir auch ganz klar so benennen. Also so ein bisschen hatte ich den Eindruck, so nach dem Motto, die Zeit der Freundlichkeit ist jetzt mal vorbei. Also wir müssen irgendwie durchaus deutlicher und härter werden, weil in einem hat er ja recht, es fehlen ja dieser Netzpolitik Narrative. Also es fehlt ja die Geschichte, die diese ganzen Themen nach außen trägt, wo jedem klar ist, es geht hier nicht nur um Computerkram, es geht hier nicht um Internetkram, sondern es geht um die große Frage, wenn du unter Dauerüberwachung stehst, fängst du an, dich anders zu verhalten. Und diese Erkenntnisse, die Snowden offengelegt hat, die bedeuten, dass sich diese Gesellschaft verändern wird. Weil es geht nicht, und da hat Sascha auch recht, es geht nicht um die Kontrolle des Internets, sondern es geht darum, dass die Welt überwacht wird. Und das ist dann, wenn man sich das mal alles so ein bisschen vor Augen führt, ist das schon nach wie vor sehr krass. Und da dürfen wir nicht anfangen, jetzt irgendwie zu sagen, naja, war letztes Jahr, was ist denn dieses Jahr? Was steht denn heute auf dem Programm? Für mich persönlich steht auf dem Programm, gleich gibt es eins der Panel, die wir mit dem Reeperbahn-Festival zusammen auf die Bühne bringen, wo es um Musik geht auch. Also um die Frage zum Beispiel, reden ja seit vielen Jahren darüber, wie toll das ist als Musiker, jetzt digital ist ja alles viel einfacher oder so. Dafür gibt es aber auch 3 Milliarden mehr Bands und Künstler. Also was verdient man eigentlich tatsächlich als Musiker oder Musikerin? Wo kommt das Geld her? Wie viel Geld gibt es eigentlich? Also was verdient man wirklich bei Spotify oder bei YouTube und wie funktioniert das? Glaube ich, sehr hands-on und mit guten Leuten. Dann haben wir, ich bin nachmittags nochmal dran mit dem YouTube-Panel. Da haben wir sowohl YouTube-Stars als auch, also Liv Lloyd ist dabei, Mr. Trashpack für die Jüngeren unter uns, den sagt das was. Da haben wir sowohl die Macher und Macherinnen auch, als auch die Business-Seite, weil bei YouTube wird sehr viel Geld verdient. Und wir kümmern uns heute mal ein bisschen um die Frage, um News auf YouTube. Also letztes Jahr haben wir schon ein YouTube-Panel gehabt. Diesmal geht es tatsächlich um Nachrichten. Es gibt ja so kleine Nachrichtenformate inzwischen von jungen Menschen, die dann so, einerseits schon auch durchaus internationale Themen mal ansprechen, aber auch ganz viel so Internet-Trash. Also Junge mit 3 Armen geboren und so. Also so dieses News of the World, keine Ahnung. Und da werden wir uns einmal unterhalten, wie machen die das? Es wird auch ein Team von der Show Was geht ab, glaube ich, vor Ort sein, die von hier senden. Und einmal, wie machen die das und wer steckt da businessmäßig dahinter? Was bedeutet das? Okay, und ihr hattet ja im letzten Jahr schon damit angefangen, quasi dieses Massenmedium YouTube so ein bisschen mit einzubinden, stärker. Ist das in diesem Jahr so auf gleicher Flamme weiter? Hat sich da irgendwie aus dem letzten Jahr irgendwas ergeben, was über das letzte Jahr noch hinausgeht jetzt? Also es gibt 2 Panels zum Thema und wir haben den Webvideopreis als Gast. Die werden heute Abend 4 Stunden oder sogar 5 Stunden lang eine Vorauswahl der nominierten Webvideos zeigen, die dann, wenn der eigentliche Webvideopreis stattfindet in Düsseldorf, in Düsseldorf, die dann da prämiert werden. Also man kann dann als junger Mensch übrigens auch tatsächlich, also nicht nur als junger Mensch, sondern man kann heute Abend dann kostenlos reinkommen und sich diese Vorauswahl angucken und ein bisschen YouTube auf großer Leinwand gucken. Okay. Gibt es noch irgendwas? Ich muss mal auch mal ins Programm gucken. Gibt es noch ein paar andere? Victor Meyer-Schöneberger. Es ist so unfair immer, Frau Zypries ist heute zu Gast bei uns heute Nachmittag. Es ist immer so unfair, weil es gibt so viele
und klein meine ich jetzt nur räumlich kleinere Geschichten, ja, ja, die echt spannend sind. Und ich will so viele Sachen sehen und ich komme nicht dazu. Also ich, das Wochenende nach der Republika ist ja immer meine Republika, weil ich dann irgendwie hauptsächlich im Bett liege und mir diese ganzen Mitschnitte angucke. Ja, man kann vielleicht auch sagen, das wird ja viel auf Video dokumentiert, aber eben sehr viel auch als Audio. Ne? Audio alles. Audio alles, ja, aber alles? Video nicht alles. Nee, Video schaffen wir nicht alles. Also, ja. Muss ich euch nicht erzählen, was für ein Aufwand das ist. Aber Audio wird alles aufgezeichnet und auch alles live gestreamt. Also du kannst audiomäßig dabei sein. Okay, und Video wird die Halle, Saal 1 wird auf jeden Fall übertragen? Die wird auf alle Fälle live übertragen und mitgeschnitten werden, glaube ich, die 3 oder 4 großen Bühnen. Was ist denn für dich Into the Wild? Was bedeutet das für dich? Also, ich habe für mich ganz persönlich, das ist jetzt kein Riesenthema, wo ich besonders viel, wo es eine Riesengruppe drum gibt, aber ich glaube verstärkt wieder an die Wichtigkeit von Kunst und Kultur. Okay. Ich war, interessanterweise war ich letztes Jahr auf einem Björk-Konzert und stand da und war so, klingt immer so doof, aber ich war so bewegt wie schon lange nicht mehr auf einem Konzert. Das war so unfassbar fantastisch und ich bin jetzt gar nicht mal ein riesen Björk-Fan, sondern das hat mich echt umgehauen. Da war eine Wucht und eine Kraft in dem, was da von der Bühne kam. Und da standen viele tausend Menschen und alle waren wirklich wie hypnotisiert fast. Und ich wette, jeder aus einem anderen Grund. Und ich habe so gedacht, so, pack das mal in Algorithmus. Versuch mal, das jetzt zu kontrollieren oder zu sagen, warum stehen die Leute jetzt auf das, was da passiert? Das ist quasi nicht zu analysieren, sondern das ist dann der Teil unseres Daseins, den du, glaube ich, nicht in Algorithmen packen kannst, nämlich Emotionen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Into the Wild, für mich steht das auch ganz viel darüber, dass ich versuchen will, auch selber wieder mehr Chaos, mehr Unvorhergesehenes, mehr Kunst zu machen, weil ich das für unglaublich wichtig halte, als Zufluchtsort auch. Ich meine, in diesem Kontext sehe ich so ein bisschen ja die Yes Men auch, die ja gestern auch hier wären, ja, so dieses Prinzip, mal Sand ins Getriebe zu streuen sozusagen. Ja. Es funktioniert alles so reibungslos, jeder kennt seine Rolle und macht und spielt und es ist alles so blind automatisiert und dann kommen die an und machen mal was anderes, was total Irres. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Funktion von Kunst oder kann es zumindest sein, mal so Sand ins Getriebe zu streuen. Unbedingt. Und dann fällt auf einmal aus dieser Maschine hinten so ein Stück Wahrheit raus, mit der niemand gerechnet hätte und die man mit anderen Mitteln hätte kaum erfahren können. Ja, und ich bin jetzt natürlich nicht, ich bin kein großer Künstler oder so, aber ich habe zum Beispiel gestern einen Talk gemacht, ich hatte lauter ernste Themen auf dem Zettel und habe die aber so am Anfang so in 5 Minuten kurz angerissen, weil mir schon Dinge wichtig waren zu sagen. Habe aber festgestellt, weißt du, auf der Republika zu stehen und zu sagen, irgendwie, wie schlimm manche Dinge sind, ist so ein bisschen auch immer wieder preaching to the converted. Das ist, ja, braucht man auch als Affirmation manchmal, aber ich dachte, das haben wir so viel und das haben wir von so vielen großartigen Leuten hier, das muss ich jetzt nicht auch noch machen. Ich glaube, dass Unterhaltung, Entertainment auch durchaus politisch sein kann. Ich glaube, dass das, was man im Rahmen von Entertainment rüberbringt, auch eine Nachricht haben kann und habe das dann eher versucht, irgendwie gemeinsam mit dem Publikum irgendwie da Sachen zu machen, wo man dann schon irgendwie vielleicht trotzdem eine halbe Stunde später nochmal drüber nachdenkt, war interessant, was dabei rauskam. Also du hast ja so eine Ad-Hoc-Umfrage gemacht. Genau, ne? Ich habe lauter so Umfragen gemacht. Wer pinkelt in der Dusche? Ja. Die Zuschauer konnten dann sagen, ich, ja, nein. Und du hast auf dem Bildschirm, auf dem Beamer dann sofort instantan das Ergebnis gesehen. Und das ist, also die Frage, da lacht natürlich jeder drüber, die Frage, pinkelt ihr unter der Dusche oder nicht? Ist ja so eine, alle so und interessant ist, dass es gibt, es ist wirklich 50-50 und die Leute, die nicht unter der Dusche pinkeln, sagen dann irgendwie, der pinkelt unter der Dusche und die es tun, sagen, wieso denn nicht, ist doch das Normalste, ist doch logisch. Und dann aber zu sagen, dass es in Brasilien zum Beispiel eine Riesenkampagne gab vor 2 Jahren, die Leute dazu aufgefordert hat, das morgens zu machen, weil das spart pro Person 4000 Liter Wasser im Jahr. Und das war in Brasilien wirklich ein Riesenproblem. Und insofern kann so eine dämliche Frage auch so einen kleinen Aspekt haben, wo man sagt, aha. Mhm. Ja, das ist aber gut. Das führt mich nämlich zu diesem nächsten Aspekt, der mich mal interessieren würde. Ihr habt jetzt, ich weiß nicht wie viel, 600 Speaker, irgendwie eine unfassbare Zahl von Vorträgen. Macht das jetzt seit 8 Jahren, glaube ich. Ne? Siehst du denn andere
Vortragsformen, weil das finde ich immer so ein bisschen... Braucht man unbedingt, ja. Also das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass es, ja, die Themen sind super und es gibt auch viele super Leute, aber es ist immer auf eine Art auch sehr erwartbar, was da passiert. Ich, ja, ich schließe mich da ein. So, ne? Ich finde ja da sowas, so eine Umfrage zu machen, das ist mal was anderes und nimmt Themen anders auf. Siehst du da irgendwie was hier? Ich versuche selber, ja, auch immer wieder darüber nachzudenken, wie ich das gestern gemacht habe. Es ist, weißt du, ihr, als Journalisten denkt ihr ja auch darüber nach, ja, wie kann ich Geschichten anders erzählen. Also, und wir kennen ja die wahnsinnig aufwendig gemachten Sachen vom Guardian, wo du Timelines hast im Netz und so. Also immer wieder die Überlegung, wie kann ich Dinge anders präsentieren. Und das ist natürlich bei Vorträgen und bei Konferenzen genauso. Am Ende, glaube ich, ist es, so ein paar Sachen haben sich vielleicht auch etabliert, weil sie auch gut sind. Und ich glaube, wenn jemand eine spannende Geschichte zu erzählen hat oder seine Erfahrungen mitzuteilen dann hat, brauchst du nicht viel Schnökes so, ne? Ja, dann ist das Format top-down irgendwie schon okay, dass da einer steht und die anderen hören zu. Aber ich glaube, ich meine, im Netz sind wir alle am Rumquatschen. Ja? Jeder kommentiert und antwortet auf den anderen. Das so ein bisschen mehr zu integrieren, ist schon auf jeden Fall ein Versuch. Aber da habt ihr so als Macher, als Organisatoren jetzt wenig Einfluss drauf, dass ihr den Leuten sagt, hey, überdenk mal deine Form oder so ein bisschen Coaching, wie so bei TED-Talks so. Ja, das ist natürlich vorher oder so. Ist das ein Traum, ne? Ja. Dass man sich mit den Leuten vorher nochmal hinsetzt und sagt, kürz das mal noch, bring mal deine These besser auf den Punkt, aber dann brauchst du Coaches, die viel Geld kriegen, dann müssen die Leute vorher kommen, nochmal Workshops machen und so. Schon dann sehr, sehr, sehr aufwendig. Zahlt ihr den Speakern hier was? Nee. Niemandem? Nee. Auch mal also es gibt ein paar Speaker, die wir zusammen mit der Media Convention eingeladen haben, die wir ohne Honorar gar nicht bekommen hätten, die wir aber haben wollten. Yes Man zum Beispiel. Entschuldigung. Ja. Es sind aber die Ausnahmen. Diese Konferenz hat sich vorgenommen, das dann entweder für alle oder gar nicht zu machen. Ja. Weil anders geht's nicht und dann wird es auch irgendwann unfair. Yes Man versuchen wir seit 3 Jahren zu kriegen und jetzt mit der Media Convention hat es dann geklappt, weil die halt ganz klar auch sagen, nee. Also so, das sagen bestimmt auch viele andere Leute, die dann trotzdem bei der Republika sagen, nee, ich bin dabei. Aber wir übernehmen zum Beispiel für bestimmte Leute natürlich, wenn die aus dem Ausland kommen, Flugkosten und Übernachtungskosten und so. Das muss man dann schon machen. Aber es kann ja jeder sich selber ausrechnen. Also wenn ich auch nur jeder Sprecherin, jedem Sprecher ein Tausender geben würde für die Arbeit, die sie machen, und das ist Arbeit, und das wäre wahrscheinlich noch zu wenig, explodiert das Ding kostenmäßig. So, ne? Das machen sich viele auch nicht klar, wenn sie dann so Big Speaker fordern, dass die dann halt auch gerne mal 20, 30, 40, 50.000 Euro Honorar verlangen. So, ne? Ja, also ich kann dir sagen, dass wir mit Menschen, die wir gerne hier haben wollten, schon gesprochen haben, die 6-stellig verlangt haben. Also die gesagt haben, ich kriege 120.000 Dollar. Für eine Stunde Vortrag gibt's. Und das ist schon echt krass. Okay. Ich meine, weißt du, wenn ich selber irgendwo anders spreche, möchte ich auch mal ein Honorar haben, weil du machst die Vorbereitung, fährst dahin und bist am Ende lebst du davon. Ja. Aber deswegen mache ich auch weniger Vorträge, weil ich dann gleichzeitig auch der Typ bin, der genauso natürlich das von der Konferenzseite kennt. Und wenn er dann eine kleinere Veranstaltung hat und die sagen, wir haben kein Geld, dann sage ich auch, ja, ich weiß, wie das ist. Ja, klar, ich komme. Aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Okay. Johnny, vielen Dank. Tag geht los, 10 Uhr. Danke fürs Zugucken. Wir werden heute hier wie gewohnt den ganzen Tag sitzen und Leute vor die Kamera zerren, die hier ein bisschen was erzählen. Interessante Männer und Frauen. Mein Name ist Philipp Bansig. Danke fürs Zugucken. Die Videos findet ihr im YouTube-Kanal von DCTP-TV bei dctp.tv und einige davon auch auf der Webseite der Republika. Danke, bis später und tschüss.